So, da sind wir wieder bei Binding of Isaac Wrath of the Lamb, erneut bei dem Versuch, die Challenge Lord of the Flies zu packen. Da beim letzten Versuch hat es doch ein bisschen länger gedauert, war ein bisschen schwerer, als ich mir das Ganze hätte vorstellen können. Allerdings hält uns dies nicht auf, wird uns nicht daran hindern, es weiterhin zu versuchen, alle Feinde hier irgendwie doch noch zu eliminieren und doch noch irgendwas Gutes zu bekommen. Wir riskieren einfach mal und gehen in diesen Raum, wo nur zwei Spinnen drin sind. Da können wir gleich nochmal... Nein, brauchen wir noch nicht. Wir töten noch diese Spinne. Ich wollte direkt gleich schon mal neu anfangen, aber schauen wir doch erstmal, was uns jetzt erwartet. Wir kriegen ja noch ein paar Fliegen wenigstens für den Schaden. Eine zumindest. Ist besser als nichts. Guck, da ist schon eine gestorben. Da haben wir gleich einen Schlüssel bekommen. Und meine restlichen Fliegen schalten auch irgendwelche anderen Fliegen aus. Fliegen, die wieder Fliegen ausschalten und wieder Fliegen ausschalten. Okay, wir bekommen einige Schlüssel. Das möchte ich ja mal gar nicht als so schlecht ansehen. So, allerdings möchte ich dann bitte noch auch... So, das hier machen. Sehr gut, ein halbes Herz kriegen wir auch noch. Können wir doch noch mal nach hier rechts gucken, ob hier vielleicht noch so ein blauer Stein oder sonst was, irgendein Schadensupgrade sich hier versteckt. Schaden hat uns ja beim letzten Durchlauf doch ein bisschen was gefehlt. Aber gucken wir doch mal. So, hey du da. Hey du da. Hey du da. Hey du da. Hey, ich stirb. Danke. Zwei Bomben, sehr gut. Das ist doch schon mal sehr nett vom Spiel. Würde ich doch gleich gerne mal gucken, ob wir den Geheimraum in der ersten Ebene finden. Hui! Mit Bobs Rotten Head. Doch, das ist doch ein praktisches Item. Kriegen wir jetzt noch irgendwas, um es schneller aufzuladen? Können wir uns sogar gut wehren damit. Vorerst. Genau, ich schaue nochmal kurz, ob ich irgendwie vielleicht ein blaues Steinchen, ein Kieselchen oder so übersehen hätte. Hab jetzt nicht drauf geachtet. Bob's Rotten Head ist einfach eine Giftbombe, die man werfen kann, die sich nach weiß was ich wie vielen Räumen auffüllt. Das werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Deswegen brauche ich nicht extra nachgucken. Die Spielfluss unterbrechen. So, wir kämpfen gegen die lieben Duke of Lies und pam. Schon ist er halb tot und das Gift tötet ihn natürlich ganz. Wow. Atemberaubend, dieser Bosskampf. Wir bekommen die Isaac-Schachtel, die scheinbar nur tausende kleine Items droppt. Das nehmen wir aber hin. Ein Lebensupgrade, eine Bombe, ein Münzenschlüssel, eine Joker-Karte. Was macht nochmal die Joker-Karte? Joker. Nein, nicht da. Abwärts, da. Transports you to the Devil Room. Okay. Eine weiße Pille und dieses dieses Pink Eye, was ab und zu einen Schuss Gift macht. Sieht man die Farbe, wenn der Schuss giftig ist? Ich weiß es gar nicht. Wir schießen einfach mal kurz ein bisschen vor uns hin. Nee. Auf jeden Fall haben manche Chance. Doch, da waren gerade zwei. Die Tränen sind dann grün. Haben eine Chance natürlich, Gegner zu vergiften. Komm, noch mal eine. Da sieht man jetzt. Sehr, hat man gut den Unterschied gesehen. Wir nehmen auf jeden Fall noch die weiße Pille. Range down. Okay, das nehme ich noch hin. Das nehme ich noch hin. Nehmen das halbe Herz und begeben uns in die nächste Ebene. Nämlich Basement Nummer 2. Träumen von einer Kiste. Und dort drin sind wir. Wie tragisch. So, ein neues Lebensupgrade und... Wir schauen direkt mal zum Teufelsraum. Was es denn hier Nettes gibt. Was bist du nochmal du? Du Dreieck mit roten Muster-Dingsbums. Ja, ich tausche sogar vielleicht in dem Durchlauf etwas ein, wenn es etwas mit Schaden ist. Ich benötige jeden Schaden, den es gibt hier. Und es gibt manche Item-Kombinationen, die wirklich gut sind. Da war es, das Dreieck. The Mark. Increases Damage by 2 und adds 1 Soul Heart. Will kill you if you have 2 or less hearts when you make the Devil Deal. Despite giving you 1 soul heart. Okay, nee, danke. Hätte ich erst eine früher einsetzen sollen. Kann ich zurückspulen? Send of Time oder so? Nein? Okay. Dann kämpfen wir uns einfach weiter hier durch. In der Hoffnung vielleicht doch noch irgendwas Netteres zu finden. Hätte ich doch in der ersten Ebene schon einsetzen sollen. Auf jeden Fall mal ein bisschen Geld bekommen, das ist gut. Können wir gleich auf was Tolles sparen. Vielleicht auf unser eigenes kleines Einfamilienhaus. Oder auf irgendwelche tollen Items. Wenn es denn sein muss. Haus wird zwar schon viel schöner, aber hey. So, wir opfern mal unser Seelenherz und schauen mal hier rein und kriegen ein Item? Okay, das ist passiert auch selten, dass man hier drin mal ein Item findet. Dieses Item ist, let me look, ich glaube, das ist eines der neuen Items. Richtig. Spirit of the Night, grants the player of light and spectral tears. Doch, das nehmen wir gerne mit. Scary. Und wir unsere Augen nochmal größer werden, cool. Doch, gefällt mir das Item. Das ist doch schon mal gut. Fliegen ist schon mal sehr gut. Besonders, weil wir jetzt hier brauchen wie so eine Fliege. Wir sind die Kampffliege. Blablabla. Und da sind noch mehr Fliegen. Aber wir können sie gut ausschalten, da wir Spectral Tears haben. Und Gift-Tränen ab und zu. Und ja, doch. Dieses Mal läuft schon ein bisschen besser, würde ich meinen. Und hier ist auch wieder ein bisschen Geld drin.
Vielleicht kriegen wir sogar 15 Münzen die Ebene hin. Doch, das könnte gut gehen. So, da greifen wir einfach mal durch die Wand durch an, bis alle tot sind. Danach sprengen wir erst den blauen Stein. Oh! Wirklich? Ich stelle mich auch drauf an. Hey, da ist ein Stein, den sehe ich einfach mal nicht und werfe da meinen Kopf dagegen. Wir sparen uns die Bombe. Wir schauen da gleich. Geduld, Geduld, liebe Zuschauer, Geduld. Wir werden erstmal hier die einzelnen Häufchen kaputt weinen, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Herzchen rauskommt für uns, weil uns das Spiel so lieb hat. Oder der Kackihaufen sich in uns verliebt hat, bei unserem schönen Anblick mit den Fliegen. Vielleicht will er auch ein paar Fliegen abhaben. Dieser Kackihaufen liebt mich nur wegen meinen Fliegen. So, möchte nämlich, doch, das sollte gehen, noch einen Raum machen und dann benutze ich wirklich Bob's Rotten Head, um das hier unten aufzusprengen, um mir eine der Bomben zu sparen, die ich besitze. Auch wenn es eine Giftbombe ist. Gesehen? Ja, doch, den Raum hier oben kriege ich ja locker kaputt. Besonders, wenn ich in dem Schuss stehen bleibe, der Feinde. Und wir sehen, dass hier noch ein zweites Dingsy-Bumsy-Sprengdings ist. Pam. Da kriegen wir ein Seelenherz raus, einen Shop kriegen wir auch noch, wo wir uns den Bumfriend holen könnten, der unser gesamtes Geld wegklaut, was wir aber in diesem Durchlauf brauchen. Deswegen werde ich mir den Schlüssel wiederholen und gehen. Also wir haben jetzt sozusagen drei Münzen einfach verschwendet. Kommt mal vor. So, jetzt müssen wir aber hier ganz schön zigeunern und wirklich alles mitnehmen, was es nur geht. Wenn ich nicht unbedingt irgendwie Verlustgeschäfte hier machen will. So, vielleicht den Geheimraum noch finden, der Ebene, das wäre doch äußerst praktisch. Vielleicht beide mich auch noch kaputt weinen, weil ihr so traurig ausseht. So, und kaputt. Da komme ich nicht rein, ne? Nee, gut. So, dann möchte ich dich kaputt machen. Ein Schlüssel. Na gut. Und jetzt möchte ich... Unwahrscheinlich, dass da der Geheimraum ist, aber ich probiere es mit einer Bombe. Oh, hallo. Doch, doch, doch. Hat sich doch gelohnt. Sehr gut. 25 Münzen kann man sich nicht beschweren. Und Schlüssel haben wir auch noch einige. Heißt, wir können in manchen Ebenen jetzt nochmal in den Shop reingucken und alles mitnehmen, was sich hier anbietet. Den Bumfriend möchte ich immer noch nicht, weil der mir die Münzen wegklaut. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr den selber mal hattet, ob er euch wirklich mal was Gutes gegeben hat. Solange ich ihn hatte, hat er mir nie irgendwas gebracht, sondern wirklich nur so Kleinigkeiten für meine ganzen Münzen. Und die brauche ich nicht. Kleinigkeiten sammle ich selber, wenn ich Kleinigkeiten haben möchte. Hallo Monstro! Oh, du bist schon vergiftet. Oh, tut mir leid. Oh, schon wieder. Oh nein. Du bist so ein arg gefährlicher Boss. Ich habe so hier Angst vor dir. Ja, spucken dein Blut gegen die Wände. Ich hab Fliegen, ja? Fliegen! Ich fände es übrigens auch schön, wenn es einen Modus gäbe, in dem man wirklich gar kein Item am Anfang hat und es kommen gar keine Goldräume. Gibt es den oder... Nee, ne? Sollte es nicht geben, soweit ich weiß. Aber wenn es ihn gäbe, wäre es sehr cool. So, das ist derselbe Teufelsraum, wie den wir schon mal gesehen haben, richtig? Ja, der Schadensabraum. Genau. Und vom Monsterraum hier den Gürtel erhalten für Speed-Up. Brauchen wir auch nicht. So, dann, ne, tschüss. Gut, auf in die nächste Ebene! So, wir haben das mal kurz übersprungen und warten hier in der Katakombe eine Sekunde, weil ich kurz was umstellen muss, beziehungsweise auf YouTube was einstellen und das braucht ihr ja nicht sehen. Sekunde. So, 5 Sekunden später geht's auch schon wieder weiter. Können wir weiterspielen mit unseren tollen Fähigkeiten und dem Fliegen, was wir auch, glaube ich, brauchen werden bei diesen netten Gesellen, die sich gleich in unserem Gesicht in die Luft sprengen wollten. Als erstes würde ich natürlich jetzt halt gerne den Shop anvisieren oder den Geheimraum, wenn er mir dann freigelegt wird von irgendwelchen komischen Bombenkreaturen. So, wenn dort unten Greed ist, dann kriegt er gleich eine fette Bombe ins Gesicht. Oh, nur ein Automat. Hm, geht der auch kaputt mit dem? Nein, aber man kann den gegen die Wand werfen. Ich mag Spielautomaten nicht mehr. Nicht seitdem einige Aufnahmen deswegen so lang geworden sind. Bin ich halt ein Spielautomatenfeind. Auch wenn es da zum Beispiel Fliegen gibt, die einen beschützen. Dann hätte ich noch mehr Fliegen. Kinderherz, mehr Herzen. Nee, gerade nicht. Brauchen unbedingt also auf jeden Fall noch mehr Schaden. Ich meine, wir müssen ja nicht nur bis zum Warmes Hart kommen, da wird es ja jetzt schon reichen, dass wir es besiegen, sondern bis, doch, bis Warmes Hart müssen wir eben kommen, nicht bis zum Fuß, sondern bis zum Hart eben. Da brauchen wir dann doch irgendwas, was uns stärker macht. Vielleicht hätten wir doch den Deal machen sollen, ich weiß es alles nicht. Natürlich wäre der Deal cool, aber ich lasse die übrigens gerade gegen alle Wände sprengen, wenn ihr euch fragt, was ich hier tue. Beziehungsweise werde ich alle bis auf einen töten. Sich dann doch da mehr ein bisschen mehr an.
Ah, da ist nichts. So, und jetzt noch bitte hier an der Wand. Hallo? Ja. Nein, 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 nein. So, und du da. Hey, du da. Diesmal bitte gegen die Wand. Das war nicht die Wand. Nochmal einmal außen rum und hoffen, dass er jetzt hier schießt. Schießt. Nein, da war nichts. Hoffe ich doch zumindest. Ansonsten habe ich den Seelenherz verschwendet. Gut, dann gehen wir weiter Richtung rechts. In der Hoffnung, dort den... Oh, ein goldenes Kackihäufchen. Das erste, was ich im Spiel sehe. Sehen ja süß aus. Gucken wir doch mal. Die Zecke, die wollen wir nicht aufheben, auch wenn die Bosse mit weniger Leben starten lässt. Das lohnt sich allerdings nicht wirklich. So, die rote Fliege hier. Mach eine Biegefliege. Pam. So, und ich mach mal auch kaputt. Bitte. Halten übrigens um einiges mehr aus. Heißt, mit den Spectral Tears könnte es sein, dass es doch ein bisschen dauert. Ein bisschen arg lange. Aber es ist es wert. Wer auch immer goldene Häufchen legt. Legt ihr goldene Häufchen? Und vielleicht nachdem ihr Mais gegessen habt? Nein. Komm. Komm, der ist doch jetzt schon fast kaputt. Danke. Money! Ein goldener Smiley bleibt über. Und wir schauen nochmal hier rein. Die Leiter, die wir nicht brauchen, weil wir eh fliegen. Super. Wow, danke, Greed. Du bist eine große Hilfe. Ich werde dem Präsident ausrichten, dass du uns sehr stark geholfen hast, die Welt zu retten. Ja. Doch, gut. Auf Wiedersehen. Dann lassen wir das auch liegen. Dann nehmen wir noch das Geld hier mit. Jetzt haben wir doch zu viel Geld. Da hätten wir doch den Bumfriend mitnehmen sollen. Nein, nein, nein. Aber sowas kann man nie vorher wissen. Deswegen weiß man eigentlich, kann man ja eigentlich nicht so wirklich planen, was man alles braucht. Vielleicht geben wir jetzt auch in den nächsten drei Ebenen unser ganzes Geld noch aus. Man weiß es alles nicht. Pam. Man weiß auch nicht, warum ich mich hier runterkämpfe. Obwohl hier die roten Fliegen sind. Die roten! Und eine von diesen Fliegen hier, die ich nicht leiden kann. Weil die irgendwie viel mehr aushalten, als sie normalerweise aushalten tun. Es ist euch aufgefallen, die hier von den Häufchen halten viel mehr aus, als die normalen aushalten. Da, guck mal, das ist sogar vergiftet und lebt dann noch so ewig. Meine Güte. So, wir holen uns das Herz da oben, schauen mal in den Challenge-Raum, ob es dort vielleicht so mit Glück irgendwas Tolles gibt. Ansonsten wenden wir uns dem Boss zu. Challenge-Raum können wir auch machen. Wir haben genug Leben und alles eigentlich. Eine Holztruhe. Da kriegen wir ein halbes Herz und eine Bombe. Das halbe Herz können wir doch gleich mal gebrauchen, falls wir Schaden erleiden sollten. Wir dürften jetzt nur nicht hier Schaden erleiden, sonst gleicht sich das ja wieder aus. Dann hätten wir vielleicht gar nichts aufsammeln können. So, jetzt folgt ihr mir. Ihr seid ja nicht gerade das größte Problem, besonders da ihr die langsam seid. Könnt ihr mal zusammen in eine Gruppe kuscheln oder so, dass ich dann mein Item rob... Na, das Item hebe ich mir für den Boss auf. Ihr seid ja jetzt nicht wirklich gerade die Stärksten. Schön ist es natürlich, wenn man sie vergiftet, bevor sie zusammenkrachen, weil das Gift sie dann ausschaltet. Da muss man nicht mehr selber drauf schießen. Wie in einem dieser Fälle, die nicht passiert sind. Huch. Moment, ich muss hier ein bisschen Abstand gewinnen, danke. Und nochmal hier einmal außen rum. Drauf schießen, ein bisschen nebenbei. So, zack. Und bitte einmal dich töten. Danke sehr. So. Wir haben ein paar Items bekommen und ein halbes Herz, wenn wir wollen, liegt da nochmal drin. Können wir uns doch mal jetzt Richtung Boss begeben. Und schauen, was dieser Boss denn für uns als Item verliert. Vielleicht doch etwas Nützlicheres. Nützlicheres. Und pam, wer ist unser Gegner? Es ist Pestilenz. Pestilenz bekommt gleich mal ein pestilenziges Pestilenz-Kügelchen ins Gesicht. Ich habe es eigentlich auf ihn gezielt. Ich habe noch nicht mal eine Richtung gedrückt, um zu schießen. So gesehen. Aber gut. Auch kein Problem an sich, weil es ist nur Pestilenz. Und ja, Bombe. Und pam. Phase 2 mit den kleinen Fliegen, die er selber abschießen kann. Und den Bomben, die er random durch den Raum pfeffert. Alles kein Problem. Besonders, da wir selber Fliegen beschwören. Aha, wir sind wie er. Wir kämpfen mit Gift. Nur, dass wir noch Tränen dazu haben. Hätte er noch Tränen, dann wäre genau eine Kopie von uns. Wir wären verwandt. Blutsverwandte. So, den Würfel kriegen wir natürlich, weil es wieder einer der Reiter war. Und wir gehen in die nächste Ebene. Ebene. Dün, 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 dün. Aber was wir in Caves Nummer 2 machen, sehen wir natürlich erst im nächsten Part.